Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 in Irland auf der Ballydun Farm. Ja, ich wollte mal schauen, wie es hier im Bunker aussieht, was die Daten sagen. 4%. Das wird dauern, bis wir da hier was davon haben. Und ich hoffe, dass uns das hier nicht alles so verrottet. Naja, wir werden sehen, wie es läuft. Gut. Das Feld, oder die Wiese besser gesagt, ist fertig. Ich habe das Zeug mal vom Felde geholt, habe es hier wieder hingestellt. Und ja, ich habe irgendwie Probleme, in mein Menü zu kommen, zu schauen, zu machen, zu mehren. Wie ich hier... na, sag schon. Wie ich hier in das Seasons-Menü komme. Das ist ein bisschen putzig gerade. Mal sehen, ob ich das hier irgendwo sehe. Alternative Helfer. CP. Geschwindigkeit weglöschen. Ja, weiß nicht, ob sich hier auch was vorstellt hat. Aufgrund der Tatsache. Global Company, das ist klar. Müssen wir mal ganz kurz schauen. Die Zeit müssen wir uns mal sehen. Alt, links und S. Hat man das nicht geändert auf Alt, Links und 2? Okay. Gut. Dann war es wohl so. Dann hatte ich wohl die falsche Kombi irgendwie. Keine Ahnung. Gut. Tiere. Tiere wollte ich schauen. Und zwar wollten wir hier erstmal noch die Kühe. Das sieht ganz gut aus. Heu und Silage sieht ein bisschen schlecht aus. Okay, da können wir was tun. Heu und Silage. Ja, wir haben bloß den Mischfutter eigentlich, ne? Dann mal sehen, vielleicht füllst du da was auf. Was haben wir noch? Wir haben hier noch die Hühnerlein. Das ist okay für den Anfang. Und bei den Schweinen läuft es so einigermaßen. Das heißt, wir können eigentlich mal eine Runde Reinigung machen, bevor wir weitermachen. Und ja. Und dann würde ich sagen, wir fangen bei den Hühnern an, sofern sich das da gelohnt hat. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube 80% hat man, ne? Schauen mal. Na, es ist ganz wenig, aber trotzdem. Schauen einfach mal nach dem rechten. Ja. Ne, hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Eine Eierpackung haben wir. Aber mich würde mal interessieren, wie viel wir schon drin haben. Sofern ich das hier sehe. Sehe ich nicht. Okay. Gut. Anfassen will ich es jetzt auch nicht. Dann wird es vielleicht nicht mehr befüllt weiter. Deswegen lassen wir das mal so, wie es ist. Aber bei den Schweinen, da finden wir sicherlich was zum Aufräumen. Da gehen wir auf alle Fälle mal schauen. Und bei den Rindern. Ja, mit den Schafen würde ich jetzt noch warten. Weil wir haben gerade aus die Wiese abgemäht. Habe ich jetzt erstmal da kein Interesse, etwas zu kaufen. Und so viel Geld haben wir ja sowieso nicht unbedingt. Ja, dann müssen wir uns das vielleicht noch ein bisschen aufheben für Unvorhergesehenes. Weiß man nicht so genau. Ja, das hat sich ja voll gelohnt. So, ich spring mal hier raus. Da hinten ist ein Häufchen. Ist das wirklich der Ernst gewesen? 100%. 17% und dann hatten wir so ein kleines Häufchen. Wow. Hammerhart. Zeitig eingelenkt. Das war nicht so gut. Okay. Dann soll es das gewesen sein. Jetzt muss ich mal überlegen, wir müssten eigentlich jetzt was zum Wenden mitnehmen. Und was nehmen wir da? Wenden müsste das Gelbe hier sein. Das Problem, was ich festgestellt habe, wir haben ja, oder was mir wieder einfiel, wir haben ja Seasons, da können wir ja nicht einfach wenden und dann ist gut. Das
sondern wir müssen das dann nochmal liegen lassen und durch die Sonne machen lassen. Und das heißt eigentlich im Klartext, ich glaube, den Haufen, den wir da angehäuft haben, der könnte einfach zu groß sein. Ja, unterm Strich ist der mit Sicherheit zu groß. Wir werden das einfach mal testen. Und dann wissen wir es genau. Ja. Aber was ich jetzt eigentlich gerne mal wissen wollte, ist... Ja, ich weiß es nicht. Ich bräuchte so ein Gerät, ne? Ich bräuchte so ein Gerät. Dann können wir das besser rausfinden. Jetzt muss ich mir überlegen, wo das war. Diverses. Diverses. Oh, was haben wir hier Schönes? Apfelplantage, sehr gut. Weiß gar nicht, ob das standardmäßig drauf war oder ob ich das draufnehmen musste. Das ist eine sehr gute Frage. Sehr gut. Jetzt bin ich wirklich überfragt, diverses. Hier war's. Ja, wir kaufen das mal, wir müssen es kaufen. Und dann schauen wir einfach mal, was das jetzt hier ergibt. Und was haben wir? Gras. Okay, wir haben. Es muss, glaube ich, unter 20% Nässe sein. Oder haben wir 8%? Wie gesagt, ich habe ewig mit diesem Gerät. Ich habe am Anfang mal ein bisschen damit gearbeitet, aber ansonsten. Also die Sonne muss auf alle Fälle hier noch ihres tun. Leider ist es da noch nicht fertig. Ich glaube, wenn es fertig ist, sieht das dann so ein bisschen aus wie Stroh, so weiß-gelblich so. Dann ist es, glaube ich, fertig, ne? Ja. Okay. Ich glaube, so hat er alles durchgemischt. Ja, eigentlich macht er das. Das sieht gut aus. Gefällt mir. Okay. Nee, das müsst ihr alles durchmischen. Das sollte funktionieren. Das ist sehr schön. Sehr schön. Ja, er befördert auch alles weg. Das sollte wirklich passen. Ich glaube, hier hat er was nicht gemacht, oder? Ich kann auch täuschen. Aber im Großen und Ganzen sieht das sehr gut aus. So wie ich mir das vorgestellt habe, da bin ich echt begeistert von dem Gerät, dass der auch so einen Berg hier schafft, dass das möglich ist. Das ist echt erfreulich, dass wir da keine Schwierigkeiten haben jetzt hier. Sehr schön. Echt schön. Ja. Klasse. Das gefällt gut. Okay, so lassen wir es im Raum stehen, so können wir es zurücktun. Dann kann die Sonne hier noch ihres tun. Dann haben wir jede Menge Heu. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich das mache mit dem Lagern. Aber am Ende wird es wahrscheinlich so sein, dass wir es wahrscheinlich irgendwie lagern, weil wir nichts haben.
Okay. Gut, wir schauen mal, was der andere hier macht. Der ist fertig. Sehr schön. Und dann können wir das ja jetzt auch beenden, das Thema. So, zweimal Düngen haben wir durch, dann können wir jetzt pflanzen. Ja, ich weiß ja gar nicht mehr, was wir gesagt hatten. Wir brauchen auf alle Fälle Mais, wir brauchen Raps, wir brauchen Kartoffeln, wir brauchen Getreide. Da haben wir auch wieder Stroh. Das sollte vielleicht ein größeres Feld sein, dass wir genug Stroh haben. Wiese haben wir für Gras. Da können wir dieses Jahr auf alle Fälle nochmal ernten. Das sollte auch reichen, dass wir über den Winter kommen. Ja, was brauchen wir noch? Gute Frage. So, das Düngegerät nehmen wir gleich nochmal mit rüber. Ich hoffe, dass das reicht, was wir hier haben. Wie gesagt, wir fahren ja nicht zum Händler und holen uns das, sondern der Weg ist ein bisschen lang. Wir machen das über unser Tool, unser Produktblazing-Tool, nenne ich es mal. Also, was wir kaufen im Shop, wird bei uns auf dem Hof platziert und kostet natürlich einen kleinen Aufpreis. Aber dann ist das so. Dafür müssen wir selber nicht runterfahren. Das macht das Ganze sehr entspannt. Ja. Das bietet der Händler hier an. Man bestellt es einfach und der liefert so schnell wie möglich und dann wird es abgebucht. Ja. Das ist auch gleichzeitig, wenn man abbucht oder wenn es abgebucht wird vom Konto, weiß man, dass es da ist. Das geht Hand in Hand. Sehr schön. Gut, den würde ich jetzt einfach mal drüben nochmal bei der Wiese einsetzen. Dass die Wiese nochmal gedüngt wird. Das können wir uns auch gerne nochmal auf der Karte anschauen. Und zwar hier die 16. Die hat schon eine Düngestufe. Okay. Vom Ernten oder was? Das ist ja krass. Oder hat man die gedüngt? Weiß ich nicht mehr. Das ist zu lange her. Bei einer Folge die Woche ist ein bisschen lange her. Ja. Auch hier werden wir es ein bisschen erhöhen wie bei der Gran Jaguara. Wir werden jetzt bis zum 20. November, ich schätze mal, 2 Folgen die Woche bringen. Die Gran Jaguara wird Montag und Donnerstag und hier werden wir wahrscheinlich auf, ich weiß es nicht genau, wie wir es machen, Mittwoch und Freitag oder Mittwoch und Sonnabend ist auch eine gute Konstellation, ne? So, ich mache das mal hier, das ist Feld 16, Tüdelü, da brauchen wir eigentlich nichts dazu sagen. Da soll er hier mal anfangen. Am ersten Wegpunkt. Ja, ich glaube, Mittwoch und Sonnabend ist eine gute Konstellation. Und so wird es auch werden. Da werden jetzt nochmal 2 Folgen von jedem Projekt die Woche kommen. Wenn ich Lust und Mauke habe und vor allen Dingen die Zeit, das ist viel wichtiger, dann kann sein, dass beide Projekte sogar 3-mal die Woche kommen. Oder mal das ganze Wochenende. Das kann ich noch nicht so genau sagen. Wir werden es erleben. So. Mal gucken, wie es macht hier. Okay. Ist auch eine Art. Ein bisschen umständlich vielleicht. Naja, wie auch immer. Lass das schon machen. Ich kann das aber mal einblenden, denn das würde mich gerade mal interessieren, wie du hier fährst. Ach, okay. Du machst es so. Gut, dann kein Problem. Soll genehmigt sein. So, was liegt jetzt als nächstes an? Das muss jetzt eigentlich trocknen. Wir haben nicht zu probieren, wir haben nicht zu flügen, wir wollten ansehen. Jawohl. Ansehen. Dann nehmen wir mal hier unseren kräftigen. Also ich mag den schon irgendwie. Er sieht zwar jetzt ein bisschen rustikal aus durch die Kante. Schon ein bisschen abgeschliffen, aber ist ja auch ein gebrauchtes Fahrzeug. Wir haben das ja gebraucht gekauft. Aber unterm Strich 180 PS, das merkt man diesem Fahrzeug hier auf alle Fälle an. Der ist flott und agil. Da gibt es andere Fahrzeuge, die haben auch diese PS. Da bin ich mir manchmal... Und sind noch aus dem Standardregal von Giants, ne? Das muss man noch dazu erwähnen. Sind aber... Na, ich sag mal, teilweise ein bisschen unterirdisch von der Art her. So, wir schauen mal hier, 18. Jetzt muss ich überlegen, wir brauchen... Also, was brauchen wir? Ich muss mal ganz kurz in die Tierliste schauen. Dafür brauchen wir...
Heu, Silage ist kein Problem, Gras ist keine Mischration. Da brauchen wir also Stroh, das heißt, wir brauchen eine Weizenart oder ähnliches, was Stroh bringt. Dann brauchen wir hier Weizen oder Gerste, das wäre ideal zum Auffüllen. Das Problem ist, wir haben kein Silo. Und wir brauchen auf alle Fälle Mais, wir brauchen Weizengerste, das würde wieder passen, und Raps. Also brauchen wir ein großes Feld Weizengerste, ein großes Feld Mais und Raps würde ich machen für die Schweine. Und wenn wir aber was Teures nehmen, dann können wir den Rest vielleicht verkaufen. Ja, schau mal. Raps bringt 1,8, 2,4, 2,6. Nimmt sich gerade nicht viel. Da haben wir auch noch was im Lager, da könnte man was verkaufen. So, hier gibt es ja nicht so viel, ne? Aber da können wir im Notfall können wir da was verkaufen. Das ist wirklich wahr. Dann machen wir Soja. So, jetzt müssen wir nochmal auf die Karte schauen. Wie sieht es hier aus? Hier könnte man Mais machen, hier könnte man Soja machen, hier könnten wir Weizen machen. Was war der Preis für Weizen oder Gerste? Was ist besser? 1,8. Also dann Weizen, und wir können hier hinten noch einen Bonus machen, das weiß ich noch nicht. Okay, dann stelle ich das hier erstmal um auf Weizen. So. Dann, was hat man jetzt? Hat man jetzt schon kurz eingegeben hier? Ich muss mal hier rausgehen, da sehe ich das besser. Nee, hat man noch nicht. Gut, dann machen wir das so. Also Feld 18 haben wir. Wir haben einmal rundherum, wir machen ein Vorgewendebahnen und wir fangen mit den Feldreihen an. Wir machen scharf und 12 Meter und dann sollte das passen. Weißt du was? Ich probiere das jetzt mal mit die 11 Meter. Das haben wir noch Feld rein scharf, ja. Weizen haben wir drin, der fährt zum ersten Punkt. Und was ich nochmal reinnehme, ist das hier. Ja, und da geht es schon los, ja. Okay, hier kriegen wir auf alle Fälle Stroh rein. Das sollte auch passen, dass wir über den Winter kommen. Vielleicht machen wir unten nochmal, ja, weiß ich nicht. Nochmal Weizen, nochmal Stroh, ist vielleicht ein bisschen viel. Wir haben uns entscheiden, was wir Feld 11 machen. So, der macht das hier auch wunderbar. Und mit dem könnten wir eigentlich mal was wegfahren. Ach, jetzt weiß ich wieder, wo mein Lager ist. Jetzt ist mir das wieder eingefallen. Da können wir überhaupt mal gucken. Können wir, was können wir einlagern? Alles. Wir können keine Kartoffeln, keine Rüben. Kein Stroh, kein Heu, kein gar nichts. Okay. Aber ich würde mal was verkaufen fahren. Weil das bringt uns Geld. Geld ist immer gut. Denn bevor wir nichts zu tun haben, machen wir das lieber so. Und dann können wir nochmal über die Karte fegen und uns vielleicht nochmal einen Platz angucken, wo wir noch nicht waren. Und solange die hier zurechtkommen, ist doch alles gut. Ja, die müssten wir mal reparieren, ja. Wisst ihr was, das können wir gleich hier oben mitmachen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So, schauen wir mal, ob das reicht. Jawohl, das reicht. Reparieren. 200 Euro. Sehr schön. Ich schau mal ganz kurz, ob der auch repariert werden muss. Hm, ja, müsste schon, ne?
So, schauen wir, ob das reicht. Ja, das reicht. Wunderbar. Ja, 259 Euro. Alles ist gut. So, dann fahren wir hier rein. Na, hier ist Abladen, wisst ihr ja. Als auch natürlich vollmachen. So, und wir schauen mal, was wir hier so Schönes haben. Also wir hätten Weizen, wir hätten Gerste, Hafer. Hafer brauchen wir sowieso nicht, ne? Was bringt denn der Hafer? Hafer bringt 1,7. Weißt du was, dann nehmen wir den Hafer als erstes mit. Wie gesagt, den brauchen wir sowieso nicht. Dann schauen wir mal, wo wir den hinbringen. So, ach, dort hinter. Okay, dann können wir hier wieder rausfahren, hier hinter. Und dann ist es der hintere davon. Okay. Gut, wir haben ja, glaube ich, ja, wir haben die Einblendung auf der Karte, das passt also auch. Alles gut. Ja, da würde ich mal sagen, das bringt uns 7, 10, ungefähr knapp 24.000. Pi mal Daumen. Etwas über 24 müsste es sein. Da können wir vielleicht mal gucken, ob wir uns noch was Schönes kaufen können. Oder wir investieren einfach noch in ein paar Tiere. Das wäre auch eine Maßnahme, ne? Da waren wir sehr schnell, da hat er gerade so die Kurve gekriegt. Ich hatte wirklich zu tun mit dem Lenkenrad, dass er nicht ins Haus rast. Ja, ich habe auch nicht die stärkste Variante, glaube ich, genommen von dem Unimog. Ja, ist ja alles eine Geldfrage, aber das funktioniert trotzdem, wie ihr es macht. Das läuft. Ich wollte es ja eigentlich aufheben, was wir im Lager haben, aber Hafer brauchen wir ganz gewiss nicht. Wir haben keine Pferde. Und ich will auch keine. Von daher, alles gut. Kann natürlich sein, ich ändere das noch. Aber im Moment sieht das nicht so aus. So, sollte hier nicht ein Trigger sein. Ich muss mal gucken, wo die Abkippseite ist, und zwar hinten. Das ist natürlich nicht so, wie wir wollen. Dann machen wir mal, links ist immer gut. Na, hinten ist auch links, dann passt das. Da mal eine Seite. Ja, da gibt es wunderbar Geld. Wie gesagt, über 24.000 müssten rumkommen. Das heißt, wir müssen über 41 jetzt am Ende des Liedes haben. Jawohl, da haben wir auch 24,6. Wunderbar. So, dann fahren wir zurück. Und dann schauen wir mal. Aber wisst ihr, was wir noch machen können? Wenn wir schon hier sind. Warte mal. Wenn wir schon hier sind, dann tun wir die Ecke gleich mal erkunden. Wie gesagt, es gibt eine nette Kartenvorstellung von mir für dieses, für diese Karte, aber natürlich, wenn wir schon hier sind, können wir auch mal nach rechts schauen trotzdem. Ja. Schöner Bäcker. Okay. Die Häusel, das ist auch, das ist wirklich was,
was richtig schön ist eigentlich. Wenn die innen schön gemacht sind, ist das wow. Kann man nicht anders sagen, dann ist das einfach nur wow. So, da geht es zur Karte raus. Und hier haben wir nochmal einen Abladepunkt. Und zwar Milch müsste hier auf alle Fälle, na, das ist hier Dairy, Ort Millen Dairy, also sprich alles, was um Milch geht. Ja, die kaufen Milch auf und machen dann Butter, was auch immer hier draus. Aber das ist nicht so einfach veranlagt, dass man jetzt hier Paletten abholen kann, so ist es nicht. Aber so müsst ihr euch das vorstellen. Wunderbar, sehr schön. Ja. Von der Machart so ein klein wenig, zumindest diese Ecke dort, dieses so ein bisschen wie Neuseeland. Neuseeland, ein Traum. Ich kann es euch nur so sagen. Ach, wenn ich noch mal jung wäre. Naja. Heute würde ich alles anders machen. Mit dem Wissen von heute, ohne dass ich das Wissen bei einer zweiten Chance hätte, würde ich es so machen. Weil es gibt heute so viele Möglichkeiten. Bei mir hat sich das erst alles aufgetan. Ich hätte es sicherlich auch machen können. Aber man hat darüber vielleicht zu wenig gewusst. Das ist irgendwie schade. Ich habe auch niemanden gehabt, der das gemacht hat. Von daher, wie gesagt, heute nochmal jung, Work and Travel. Und man kann sich auf eine sehr einfache Art die Welt anschauen, rund um die Welt. Das geht bis 30 ohne Probleme. Da könnt ihr jedes Land machen, so oft ihr wollt. Bis 30 die meisten Länder ohne Probleme. Danach geht es auch noch. Könnte nur ein klein wenig schwieriger sein, weil es den vielleicht ein bisschen putzig vorkommt. Aber wenn ihr das klar deklariert oder belegen könnt, warum, ja, dann sollte das auch kein Problem sein, denke ich. Was machst du hier? Bist du fertig? Oder bist du leer? Alle ob. Bist du wirklich leer für die paar Meter? Weißt du was? Eigentlich ist es ja Wahnsinn, aber... Bevor ich jetzt hier wieder Geld ausgebe, unverhältnismäßig viel, dann... Wir haben noch ein paar Pickpacks da. Pickpacks. Und ein paar Schweinepackungen. Haben wir noch da. Dann nehmen wir die doch einfach. Ja. So. Wunderbar. Sehr schön. Einen haben wir noch. Okay. Mal gucken, was da noch drin ist. Ja, das hat sich ja gar nicht gelohnt. Okay, na gut, jetzt wissen wir es mehr. ...83 wird wahrscheinlich nicht reichen, dass wir hier um die Kurve kommen. Diese Dreiviertelrunde rum. Deswegen werde ich jetzt trotzdem mal auf den Kauf gehen. So. So, dann muss ich mal ganz kurz das hier einstellen. Und zwar Saatgut kaufen. Okay. Ja, es hält sich in Grenzen. Okay, passt. Bräuchten rein theoretisch, bräuchten wir dann noch einen Striegel, ne, für die Früchte, dass wir da das Unkraut wegmachen können.
Das wäre eine Maßnahme. Dann bräuchten wir also mindestens 18.000 für einen Striegel. Du bist auch fertig. Sehr gut. Bist du hier unten klargekommen? Sieht so aus. Ja. Sehr gut. Okay. Holter die Polter. Ja, düngen mit Mist und Gülle, das wird wahrscheinlich nichts werden. Dafür haben wir zu wenig. Deswegen wäre es entweder die Maßnahme, wir investieren nochmal in Tiere. Am besten in Schweine vielleicht. Oder wir brauchen, wie gesagt, auf alle Fälle einen Striegel. Da ich jetzt keinen Dünger unbedingt raushauen möchte für... für Pflanzenschutz. Obwohl es der einfache Weg wäre, ne? Aber, halt, ich wollte doch hier rein. Ne, ist egal, fahren wir hinten rein. Aber was natürlich auch wäre, könnten wir uns noch was kaufen. Vielleicht noch eine Wiese? Können wir noch ein bisschen Silage machen? Haben wir denn noch einen Silagebunker? Nee. Kein Silagebunker. Den einzigen, den wir hatten, haben wir befüllt und den haben wir nicht so ideal befüllt. Das wird dauern, bis der fertig ist. Tja, weiß ich jetzt auch nicht. Werden wir uns was überlegen in der nächsten Folge. Auf jeden Fall. So, na komm her. Ich wollte gerne was... Halt. Hafer. Das, die fahre ich jetzt nicht weg. Das ist mir zu blöd. Raps. Sonnenblumen. Wir schauen mal, was hier am meisten bringt. 1,8, 2,4, 2,6. Soja wäre ja eigentlich was, ne? Da kriegt man nochmal schön Geld. Sehr schön. So. Okay, Freunde, das soll es das gewesen sein für die Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder, wenn ihr wollt. Und dann überlegen wir mal, wir brauchen also 18.000 bis 20.000 für einen Striegel. Und wir könnten da noch 20 übrig. Jetzt kriegt man noch Geld für Soja rein. Das sind ungefähr schätzungsweise nochmal 35. Also wir hätten so 50.000, 55.000 für... Na, sagen wir mal 50 für irgendeine Anschaffung. Land, Ländereien oder Tiere. Ja. Da werden wir uns nächste Folge einig werden. Gut, dann bis dahin. Auf bald und ciao, ciao.